Hallo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Jackie Lee und herzlich willkommen zu Dokkan Talks 4, meinem Problem mit Dokkan. Und zwar will ich heute ein paar Punkte ansprechen, die mich in Dokkan stören, beziehungsweise einen gewissen Punkt, der mich in Dokkan stört. Und zwar ist das folgendes Problem, dass in Dokkan Battle jede Karte mit einem starken Leader Skill ist automatisch eine starke Karte im Spiel. Umgekehrt ist es aber nicht so, denn es gibt kaum Karten in Dokkan, die einen schwachen Leader Skill sind, die aber trotzdem stark sind. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber es ist meistens die Regel, dass Karten, die keinen guten Leader Skill haben, auch keine guten Karten in Dokkan sind. Und ich zeige euch jetzt, welche Probleme daraus resultieren. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, habe ich probiert, ein Extreme Agility Team zu bauen. Und Extreme Agility ist ein absolut sehr selten gesehenes Team in JP. In Global werdet ihr es nicht sehen, weil einfach der Neogod noch nicht draußen ist. Aber in JP werdet ihr kaum jemanden sehen, der Super 17 als seinen Leader hat. Und das hat auch einen ganz, ganz einfachen Grund. Man muss sagen, dass Extreme Agility ein sehr, sehr hohes Potenzial hatte, da wir in Extreme Agility Goku Black Rose haben. Und Goku Black Rose auf einem 120er Lead ist ein absolutes Monster. Der Punkt, an dem Extreme Agility gescheitert ist, ist, dass es keine Units gibt. Und zwar, wie ihr hier seht, wir haben hier einen sehr, sehr schönen Kern aus 4 Units, und zwar Super 17 Ella Androids, der TOR Android 17 aus dem Super 17 Banner und Goku Black Rose. Die vier Karten, Super Links, harmonieren alle sehr, sehr schön miteinander, haben guten Damage, gute Defense, ja, alles ist stimmig, aber es fehlen zwei Units. Und wie ihr hier sehen könnt, es ist keine einzige Unit da, die wir hier reinnehmen könnten, die irgendwie gut wäre, die dieses Team ergänzen würde. Wir gehen in diesem Szenario nicht von LRs aus, weil LRs sehr, sehr schwer zu bekommen sind und es ist sehr, sehr unlikely, dass ihr eine LR im Besitz haben werdet, die summonable ist. Genau das gleiche gilt zum Beispiel für Extreme Intelligence. Warum spielt kein Mensch Extreme Intelligence? Ganz einfach, wenn wir probieren, Extreme Intelligence zu bauen. Wir haben hier eine schöne Combo aus Kid Buu und Buhan, wobei man sagen muss, Kid Buu hat keinen Key. Kid Buu hat keinen einzigen Keylink, Kid Buu wird kaum super attacken. Trotzdem, Kid Buu, Buhan, schöne Combo, haben gute Links. Buhan auf dem 120er Lead ist auch eine sehr, sehr starke Karte. Was wir hier seht, okay, wir haben Janemba, der ist ein Tank. Dann haben wir noch C17, der auch nicht schlecht ist und Key Support gibt und so weiter. Aber ansonsten fehlen uns hier wieder zwei Karten. Und wie ihr hier sehen könnt, Buhan ist ein alter Gottlieb und Kid Buu ist ein Neogott. Und die beiden sind in ihrem Team die zwei stärksten Karten. Genauso für Extreme Agility. Die zwei besten Karten hier sind Goku Black Rose und Super 17. Super 17 ist ein Neogott, Goku Black Rose ist der Villain Leader. Das gleiche gilt auch für Extreme STA. Wir haben hier einen schönen Kern aus vier Units, und zwar Janemba, STR Cell und Omega und LR Freezer. Wir haben die Linken alle sehr solide miteinander, haben gute Links, werden kein Problem haben zu super attacken. Bloß das Problem ist, uns fehlen wieder zwei Units. Ja, wir können kein vollständiges Team bauen. Der Kern ist gut, aber es fehlen wieder zwei Units, damit wir dieses Team wirklich solide spielen könnten. Wir müssten dann wieder irgendwelche Units nehmen, die nicht wirklich gut sind, aber wir müssen diese Units trotzdem spielen, da wir keine anderen Optionen besitzen. Und ihr seht hier wieder die guten Karten hier. Janemba ist ein Neogott, Omega ist ein Gottlied und Perfect Cell ist ein Demigott. Hier ein Gegenbeispiel, und zwar ein Team, was sehr, sehr stark ist und das wird für eines der stärksten Teams gehalten. Und zwar Super Int. Und zwar die stärksten Karten bilden hier Gogeta, Vegeta und Trunks. Gogeta ist ein Neogott, Trunks ist ein Hero Lead und Vegeta ist ein Demigott. Und die drei Karten sind die stärksten Karten in ihrem Team. Hier nochmal wieder ein Gegenbeispiel: Extreme Physical. Extreme Physical wird global das stärkste Team sein. Und wenn wir uns Extreme Physical mal anschauen, Cooler ist ein Neogott, Goku Black ist ein Demigott, Broly ist ein Gottlied, Freezer, Full Power Freezer
ist ein alter Gottlied und der neue Omega ist ein Kategorienlieder. Der Kategorielied ist global derzeit nicht verfügbar, aber trotzdem ist er ein sehr, sehr starker Leader. Wie auch hier, die stärksten Karten in ihrem Team sind wieder Leader. Das Problem, was jetzt daraus resultiert, ist, also beziehungsweise was mich persönlich stört, ist, dass wir in JP, wir haben alle Neo-Gods und jedes Neo-God-Lead-Team schafft auch jedes Event. Ja, ihr werdet mit jedem Neo-God-Team schafft ihr absolut jedes Dokkan-Event und ihr schafft auch den Boss-Rush. Was das Problem was das, ich habe euch ja schon gesagt, wie ihr sehen könnt an STA, Intelligence und Agility, jeweils Extreme, fehlen Karten, damit wir das Team optimal spielen könnten. Diese Karten sind aber nicht verfügbar. Und wie ihr hier seht, die Neo-Gods sind schon sehr, sehr stark und wir schaffen jedes Event mit den Neo-Gods. Und es gibt derzeit kein Event, was wirklich irgendwie schwer oder anstrengend ist oder nicht schaffbar ist. Und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schlecht gemacht von Bandai, dass wir, beziehungsweise von Akatsuki. Akatsuki programmiert ist ja der Programmierer von Dokkan Battle und die für alles verantwortlich sind, ist, dass wir können noch nicht alle Neo-Godly-Teams bauen und obwohl das der Fall ist, schmeißen sie uns schon die nächste Generation an Leadern hinterher und zwar die Kategorie-Leader mit SSJ4 Gogeta und Omega, obwohl wir schon die Leader, die wir jetzt haben, nicht komplett nutzen können, weil einfach die Teams nicht verfügbar sind, beziehungsweise es sind keine Einheiten verfügbar, womit wir diese Teams spielen könnten. Ich würde es viel, viel besser finden, anstatt dass sie sich irgendwelche neuen Leader-Skills oder irgendwelche Leader ausdenken, sie lieber Units bringen sollten, die zwar keinen starken Leader-Skill haben, aber trotzdem sehr, sehr gute Units sind, in zum Beispiel irgendeine starke Extreme Agility Karte. Die Karte muss jetzt irgendwie keinen super guten Leader Skill haben. Aber irgendeine Karte, die einfach usbar ist. Irgendwas mit immense Damage, lowest Attack, irgendwie sowas in die Richtung. Mit soliden Links, was in den Extreme Agility Teams oder in irgendwelchen anderen Neo-Godly Teams wirklich gebraucht wird. Denn ich würde sehr, sehr gerne irgendwie Extreme Agility spielen oder Extreme Intelligence oder Extreme SDA, aber es fehlen einfach die Units. Und anstatt, dass die uns diese Units geben, die uns fehlen, geben sie uns neue Leader, die wieder neue Karten brauchen. Zum Beispiel ein gutes Beispiel für Karten, die keinen guten Leader-Skill haben, sie aber sehr, sehr gut sind und die sind wirklich sehr, sehr gut gebrauchbar. Das sind die Demigods. Die Demigods wurden nicht gespielt aufgrund ihres Leader-Skills, trotzdem waren alle Demigods konstant gut. Das waren gute Karten in Dokkan Battle. Zum Beispiel Physical Goku Black. Immense Damage, lowers Attack und Defense und gibt 3 Key für Extreme Types und hat eine Nuka Passive. Super Karte. Genau das gleiche gilt für Vegeta. Er macht Immense Damage, erhöht seinen eigenen Angriff und debufft gegnerische Extreme Types. Super Karte. Genau das gleiche gilt für die anderen Demigods. Die Demigods waren alle auf einem konstanten Level. Kaioken Blue Goku wird wahrscheinlich der Schwächste sein, obwohl er trotzdem eine sehr, sehr gute Karte ist in Super Agility. Und ich finde, wir bräuchten viel mehr von solchen Karten. Wir brauchen nicht, also Dokkan mangelt es nicht an Leadern. Wir haben genug Teams. Wir haben auch genug Leader, womit wir Teams bauen können. Bloß uns fehlen Karten, um Teams zu bauen. Und wir haben keine schwierigen Events, wofür wir stärkere Leader bräuchten. Es ist jedes Event machbar mit einem 120er Lead. Es ist natürlich selbstverständlich, dass wir alle anderen Events mit einem 150er Lead schaffen, wie zum Beispiel Omega und Gogeta. Ich finde, sie sollten anstatt neue Leader rauszuhauen, gibt uns schwierigere Events, gibt uns einen neuen Boss Rush und gibt uns Sub-Units oder halt Units, mit denen wir diese Teams bauen können, die wir brauchen. Das ist ein Punkt, der mich sehr, sehr stark stört an Dokkan Battle und den ich auch sehr, sehr schade finde, dass wir einfach Leader haben, wir aber keine Teams um die Leader bauen können. Ich hoffe, ihr versteht meinen Punkt und dass irgendwer mich erhören mag und dass wir bessere Karten kriegen sollten. Das war's von mir und Dokkan Talks 4. Falls ihr irgendwelche Kommentare, Anmerkungen oder Kritik habt, lasst mich davon in den Kommentaren wissen.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema und mich würde interessieren, was die Meinung von euch dazu ist und ob ich der Einzige bin, der so denkt oder ob es Leute von euch gibt, die genauso denken wie ich. Ansonsten war es das von mir und Dokantox4. Ich bin Jackie Lee. Bye, guys.